Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die FED hat die Leitzinsen erhöht und die EZB hat auch die Leitzinsen erhöht. Beide um 0,5 Prozentpunkte, um 50 Basispunkte. Wie sind denn jetzt die neuen Zinsen? Was bedeutet das für die Kreditzinsen? Was bedeutet das für die Sparzinsen? Und was das für die Märkte bedeutet, für die Börsen? Das haben wir in den letzten Tagen alle mitgemacht. Mehr dazu aber in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner von broker-test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Wir haben es mitbekommen, am Mittwoch und am Donnerstag gab es bei der FED und danach gleich bei der EZB eine Sitzung und beide haben eine Zinserhöhung beschlossen. Es geht darum, dass die Leitzinsen erhöht worden sind, bei beiden um 50 Basispunkte, um 0,5 Prozentpunkte ist es raufgegangen. Man kann jetzt natürlich unken, dass die EZB in Europa nur das nachmacht, was eben die FED in den USA macht. Gleichzeitig, wenn man eben einen Blick darauf wirft, wie denn die FED in den USA bzw. die EZB in der Eurozone die Leitzinsen senkt bzw. erhöht, dann sieht man ganz einfach dann hier doch einen deutlichen Unterschied, dass es in den USA deutlich heftiger zugeht. Nach oben und nach unten, also die sind da, haben da einfach mehr Pep dahinter. In Europa passiert eben das eben bisher in den letzten 20 Jahren oder über 20 Jahren in deutlich kleineren Schritten immer und immer wieder. Die EZB hat eine Zinserhöhung gemacht um 50 Basispunkte von 2 auf 2,5. Die Einlagefazilität liegt jetzt bei 2,0%, also minus 0,5 Prozentpunkte niedriger. Die Einlagefazilität ist eben jener Zinssatz, den Geschäftsbanken bekommen, wenn sie Geld eben bei der EZB parken. Und diesen Zinssatz kennst du ja natürlich, denn dieser Negativzins, den wir eben von Flat Tax und so weiter gekannt haben, der war eben vor einigen Monaten noch negativ. Und den haben eben die Banken versucht weiterzugeben und der ist jetzt eben bei 2%. In den USA ist der Leitzins zwischen 4,25 und 4,5%. Die haben eben so eine Range. Wenn du dieses Schaubild ansiehst, den Zinsvergleich von der Eurozone versus USA, siehst du ganz einfach, die USA waren deutlich schneller mit der Erhöhung der Leitzinsen. In Europa sind wir deutlich langsamer. Die nächste EZB-Sitzung ist Anfang Februar und wir können eher davon ausgehen, dass es eben wieder zu einer Erhöhung kommt. Aber die Aussicht ist, wir dämpfen das Ganze ein bisschen. Und wenn du dir das ansiehst, was hat denn die EZB in den letzten Monaten gemacht? Die haben zweimal um 0,75 Prozentpunkte eben um 75 Basispunkte erhöht. Jetzt eben eine Senkung auf nur noch plus 0,5 Prozentpunkte und wir dürfen gespannt sein, was dann tatsächlich in Februar dann passiert. Warum macht die EZB das Ganze? Nein, sie versucht eben mit diesen Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen, dass eben die Wirtschaft sagt, boah, das Geld wird eben deutlich teurer, wenn wir uns es ausleihen. Gleichzeitig eben, dass der Konsum dann eben weniger wird, weniger Nachfrage und dass es ja Richtung Rezession geht. Ob es tatsächlich zu einer Rezession kommt oder nicht, das werden wir aber natürlich erst sehen. Aber das Ziel von dem Ganzen ist eben deutlich weniger Wachstum bzw. deutlich weniger Nachfrage. Gleichzeitig wissen wir natürlich alle, dass eben, warum steigt denn die Inflation? Warum ist diese bei 10% und teilweise über 10%? Wenn du dir die Inflation eben ansiehst, dann ist die eben in Österreich im November bei jenseits von 10% gewesen. Wenn du dir den Mini- bzw. Mikro-Warenkorb ansiehst, der steht eben für den Wocheneinkauf bzw. für den Tageseinkauf, dann siehst du ganz einfach, dass die Steigerungsraten um 14% aktuell. Das heißt, November 2022 im Vergleich zum November 2021 sieht die Statistik Austria für diesen einen Warenkorb eine Preissteigerung in der Höhe von 14% und ein bisschen mehr. Und das sind natürlich Steigerungsraten, die wir alle kennen. Wenn du jetzt sagst, hey, mein Warenkorb ist eben anders, die Statistik Austria bietet dir eben sogar ein Tool an, wo du eben sagen kannst, okay, das ist eben dein Warenkorb und du kannst dann eben dementsprechend das einstellen und dir deine persönliche Inflation ausrechnen. Ja, und wie sieht es denn jetzt aus bei den Sparzinsen, bei den Kreditzinsen? Da siehst du ganz einfach, über die österreichischen
Nationalbankdaten, dass es in den letzten Monaten schon zu Zinserhöhungen gekommen ist. Das ist natürlich bei den variablen Krediten, natürlich aber auch bei den Sparzinsen. Alle, die nicht gebunden sind, die sind jetzt eben dem Wind ausgesetzt, der vom Markt kommt. Und du siehst ganz einfach bei den Konsumkrediten, das ist die dunkelrote Linie, da ist es jetzt ordentlich nach oben gegangen. Ich finde ja extrem interessant, dass eben 2008 waren die Zinsen für Konsumkredite sogar niedriger, als sie eben jetzt sind. Bei den Immobilienkreditzinsen, da sind wir eben deutlich darunter. Und wenn du dir eben die Sparzinsen ansiehst, da siehst du jetzt da eben, okay, die gehen ebenfalls nach oben. Die hellblaue Linie sind eben die Sparzinsen für jene, die sich zwei und mehr Jahre binden für Neukunden, und die dunkelblaue Linie ist eben für jene, die sich eben bei Sparzinsen bis zu einem Jahr binden können oder eben auf täglich fälliger Basis eben etwas anlegen. Das ist eben die Entwicklung, und die schwarze Linie, das ist eben zur Information nochmal der EZB-Leitzins. Du siehst eben hier auf dieser Schaugrafik, es geht nach oben, und wir dürfen eben davon ausgehen, dass es eben in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin nach oben geht. 2023 wird es wahrscheinlich ebenfalls noch zu weiteren steigenden Zinsen kommen. Die EZB erwartet das, aber natürlich in einem kleineren Ausmaß. Nur gleichzeitig, was weiß man denn schon, wie denn die Zukunft aussieht? Die EZB bzw. fachkundige Personen erwarten leicht steigende Zinsen, aber schlussendlich weiß man eben über die Zukunft nichts. Wie ist es denn mit der Realrendite? Ne, die Realrendite ist weiterhin negativ, sehr negativ. Realrendite drückt nichts anderes aus als, was bekomme ich denn aktuell am Sparkonto bzw. Sparbuch und wie hoch ist denn die Inflation? Das heißt, Sparzinsen minus Inflation, Cash berücksichtige ich da gleich gar nicht. Und das sehe ich ganz einfach auf dieser Linie auf, beziehungsweise nicht Linie, sondern Fläche, dass eben die Realrendite deutlich negativ ist. Und wir blicken da eben zurück, 50 Jahre, 60 Jahre, und du siehst ganz einfach, die meiste Zeit, die blaue Fläche, die hellblaue Fläche, die ist ganz einfach die Realrendite stets negativ. Du kannst es natürlich versuchen, dass du irgendwelche immer die Bestbieter bei den Sparzinsen findest, aber insgesamt holst du dir eben hier nicht viel raus. Und du siehst ganz einfach hier, wenn du eben über das Sparbuch und das Sparkonto eben versuchst anzusparen, da geht es eben langfristig natürlich eher nicht gut aus, und im Moment geht es so schlecht aus wie schon lange nicht mehr, beziehungsweise sozusagen noch nie da gewesen in den letzten 60 Jahren. Und du siehst ganz einfach, es geht gar nichts. Gleichzeitig natürlich an den Börsen und Märkte, wenn du dir die letzten Tage ansiehst, in den ersten Tagen ist es von den letzten vergangenen 5 Tagen, siehst du steigende Kurse, und dann ist es ordentlich runtergegangen. In den USA sind die Kurse so richtig zerbröselt. Und in Europa hat es ebenfalls Brüssel gegeben. Da sind eben die wichtigsten Indizes alle nach unten gegangen, und wir können weiter weinen. Denn wenn wir das ganze Jahr zurückblicken, dann ist das Ganze einfach nur ein Trauerspiel, was wir da mitgemacht haben. Dieses Jahr ist ganz einfach zum Vergessen. Wenn wir uns die Indizes ansehen, und dann eben vielleicht nur die Inflation dazuzählen, also zum Beispiel -20% in deinem Depot oder -10%, in deinem Depot minus die Inflation, dann bist du auf -20, -30%. Oder wenn du in Kryptos investiert hast, -50, keine Ahnung, wo der Bitcoin aktuell steht, ich nehme jetzt Hausnummer -50%, dann kommt durch die Inflation dazu, dann geht es eben zum aktuellen Zeitpunkt im Hinblick auf Buchverluste eben ein ordentliches Trauerspiel, ein bisschen weinen. Aber wir haben ganz einfach die letzten Jahre gesehen, es kann nicht immer nur raufgehen. Die letzten Jahre ist es immer nur nach oben gegangen, jetzt geht es einmal nach unten. Das gehört ganz einfach zur Börse dazu. Und wer heuer eben an der Börse investiert war, der sieht ganz einfach Börsenerfolg, Inflation minus, das ist eben ordentlich in die Stor gegangen. Hingegen, wenn du auf ein Sparbuch oder beim Bausparer investiert hättest, wäre es wahrscheinlich sogar ein bisschen besser ausgegangen. Aber hätte, Fahrradkette, und am Ende bleibt eben nichts übrig. Investieren ist doch immer eine gute Sache, wenn du eben langfristig investiert bist. Kurzfristig kann das eben ordentlich einmal ins Leere gehen. Jetzt möchtest du natürlich noch wissen, wie es denn weitergeht. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich bin kein Hellseher. Langfristig können wir davon ausgehen, dass eben an den Börsen es wieder irgendwann einmal nach oben geht. Wann das irgendwann sein wird, keine Ahnung. Wir sehen ganz einfach bei den Leitzinsen, bei der EZB bzw. bei der FED-Entscheidung, dass die eben weiter gewillt sind, dass sie sagen, wenn wir es brauchen, dann werden wir die Zinsen weiter erhöhen.
aber sanfter als eben in den letzten Monaten. Und jetzt haben wir eben zweimal 75 Basispunkte gehabt, in Europa jetzt einmal 50 Basispunkte. Jetzt stehen wir eben bei 2,5 bzw. der Einlagenfazilität bei 2%. Wir können davon ausgehen, dass die Sparzinsen steigen werden. Wir können davon ausgehen, dass die Kreditzinsen steigen werden. Aber wie weit denn noch? Ein bisschen was geht noch immer. Wir können davon ausgehen, dass diese Zinsen, Kredit- und Sparzinsen, weiterhin steigen werden, auch 2023. Aber in den Himmel werden die Bäume, die Zinsbäume wahrscheinlich nicht wachsen. Aber die Zukunft ist wie immer ungewiss und wir werden schauen, was denn tatsächlich rauskommt. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, besuch meine Website broker-test.at oder werde Mitglied in der Telegram-Community. Da sind mir aktuell um die 550 Personen oder Instagram-Profil und. Gib mir auf jeden Fall ein Like, abonniere den Kanal und bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von broker-test.at. Ciao.